Hey Leute, cool, dass ihr wieder da seid. Wir sind Chiara und Malcolm. Und wir wollen euch heute die One Kiss Choreo beibringen, die wir auch einige Male schon in der Serie getanzt haben. Genau, die Choreo ist, würde ich sagen, eine Choreo für Mittelstufler. Es ist nicht zu leicht, nicht unbedingt zu schwer. Und wir machen das, glaube ich, schaffen wir das zusammen, mit euch zusammen die Choreo durchzutanzen. Also, wir fangen an. Füße zusammen, ja? Wir haben mit links einen Schritt raus. Dabei geht der rechte Arm mit raus. Jetzt gehen beide gleichzeitig wieder zurück. Und jetzt geht der rechte Arm runter. Okay? Einmal nur diese Schritte. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Okay, wie gesagt, immer lächeln. Chiara erzählt weiter. Genau. Was ihr bei dem Schritt auch noch beachten könnt, es geht ja auf das Lied One Kiss und deswegen hört ihr es auch schon mit den Lyrics, dass die Schritte halt da ganz gut zusammenpassen, weil es geht nämlich One Kiss Is. Also wenn ihr die Lyrics ein bisschen könnt, dann ist es glaube ich auch einfacher für euch, die Schritte darauf zu verstehen. Okay, machen wir weiter. Also One Kiss Is, dann macht ihr mit dem rechten Bein einen Schritt, zwei Nachstellschritte nach vorne, 1 und 2. Und euer linker Arm geht mit und entgegengesetzt der Bewegung. Also ihr macht 1 und 2. Genau. Was ihr noch beachten müsst, bei dem ersten Schritt zieht der Arm nach einer Ruderbewegung nach hinten und bei dem zweiten Schritt macht er einen Bogen. Stimmt. Okay? Bedeutet, ihr habt 2 Ausfallschritte nach vorne. 5, 6, 7, 8. 1 und 2. Genau. Weiter geht's im Programm. Wir sind hier angekommen. Schön breit die Beine auseinander, Oberkörper nach vorne gelehnt. Jetzt springt ihr mit beiden Beinen auf und habt einen Groove. Bedeutet, ihr versucht einmal von unten eine Körperwelle nach oben zu machen. Und die Arme lasst ihr dabei am besten an der Seite und dann geht's so. Genau, Groove nach oben. Und wenn ihr angekommen seid, geht's direkt weiter. Wie geht's weiter, Chiara? Wieder ein Ausfallschritt nach links. Und dabei, dann wieder ran. Genau. Dabei könnt ihr noch beachten, dass sich das rechte Bein hebt und die Arme aufmachen. Genau. Dann geht wieder ran. Also 1 und 2. Beine wieder zusammen. Genau. Einmal bis dahin. Ich würde sagen, da setzen wir unseren ersten Checkpoint. Dahin tanzen wir jetzt 2, 3 Mal durch. Und dann geht's weiter. 5, 6, 7, 8. One kiss is all it takes. Ha! Falling in love with me. Sehr gut. Okay, einmal mit Musik würde ich sagen. So, wir erklären euch jetzt weiter. Wir haben jetzt gerade, als wir getanzt haben, schon einen kleinen Schritt mehr gemacht, als wir schon sind. Und das wäre welcher, Kiki? Kleine Herzchen. Genau. Weil sie singt ja auch Falling in Love with Me. Also Falling in Love with Me. Genau. Jetzt habt ihr von hier ganz easy die Arme machen einen Kreis um den Kopf. Okay? Stellt euch mal vor, eure Hände sind hier zusammengewachsen. Wie eine Linie. Wie eine Linie. Und die Linie geht einmal rum um den Kopf. Steht da. Jetzt macht ihr Fäuste und habt links und links. Oder? Ja. Ja, richtig. Genau. Und was machen die Arme? Die Arme machen links und links. Die Beine, sorry. ihr geht mit links, macht immer einen raus. Also immer, wenn die Arme hochgeht, macht ihr auch einen Schritt. Also 1 und 2. Genau. Ja, also im Prinzip, ihr macht 3 Schritte, 1 und 2 und nehmt die Arme halt mit. Hier machen die Beine nichts, bedeutet, hier steht ihr gerade mit beiden Füßen zusammen, Blick nach vorne und jetzt ha, ha, ha. Was noch zu beachten ist, macht es nicht hier oben. Ja, wir sind Tänzer, wir haben Kraft in den Beinen, ihr schafft es auch, wir sind im Süddance-Bereich, von daher geht tief, ja? Und macht große Schritte. So, wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Schritt. Nachdem wir hier die zweimal rausgemacht haben, jetzt wird es ein bisschen tricky, eigentlich noch ein bisschen tricky, aber wir haben es jetzt ein bisschen vereinfacht für euch. Ihr habt diese Position als Endposition. Jetzt habt ihr mit dem rechten Fuß und mit dem linken Fuß 2 Schritte nach diagonal außen. Bedeutet rechts, links. Und dabei gehen die Hände auf, auf. Also genau, rechts, links. Auf, auf. Jetzt droppt ihr nach unten, in die Knie. Und jetzt habt ihr
Spitze, Hacke, Spitze. Und dann müsst ihr wieder gerade stehen. Genau, beim letzten geht ihr also auch wieder hoch. Genau. Aus den Knien. Wir machen einmal von hier. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4. 5, 6, 7 und 8 und. Okay, easy. Wir tanzen einmal bis dahin. Könnt ihr euch angucken. DJ? Summit! Summit. Nice! Ich hab tanzen oder was? Ja, ja, dein Choreo. Deine Choreo. Echt? Ja, würde ich sagen. Let's Everybody go. Together? 5, 6, 7, 8. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. One kiss is nice! Cool. Okay, Summit, wenn du schon mal hier bist, dann könntest du doch eigentlich den Leuten die Choreo weiter beibringen, oder? Genau. Wollt ihr wissen, wie es weitergeht? Let's go! Lass uns starten! Also, wir sind ausgekommen, wir stehen relativ weit zusammen, wir sind leicht in den Knien. Von hier bin ich auf meinen Hacken drauf, meine Fußspitzen ziehen zur Seite, zur Seite, zur Seite, zur Seite. Hab dabei so einen Bounce und mach das einfach. Genau, meine Schultern ziehen dabei leicht hoch. Hey, hey, hey. Das ist schön groovy aussieht. Sehr schön. Meine Arme gehen währenddessen entspannt immer in die entgegengesetzte Richtung. Zieh, 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 zieh. Yeah. Das heißt, ich habe 7, 8, das ist schon 1, 2, 3, 4. Ja. Single, 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 single. Jetzt ziehen wir die Arme noch hoch, 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 hoch. Das heißt, arbeitet euch hier entspannt mit euren Ellbogen nach oben. Noch einmal 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, hoch. 5, 6, 7, 8. Jetzt haben die Arme oben, ziehen sie einmal über die Seite nach unten. Ja, achtet darauf, dass ihr hier schön auf der Schulterebene seid. Mit meinen Füßen ziehe ich rechts nach vorne und drücke mich wieder zurück. 7, 8, das ist tief und hoch. Ja, guckt, dass der Oberkörper schön weit unten ist und sammelt euch wieder auf. Mit den Armen zusammen, die wir hier oben haben, haben wir 5, 6, 7, 8, 1 und 2. Yes, sehr schön. Cool. Von hier haben wir den letzten Part sozusagen. Wir gehen zweimal, ticken wir unseren Nachbarn hier rechts neben uns an mit unserem Ellbogen und sagen, ey, was geht ab? Ey, was geht ab? Ja, macht den schon richtig groß. Und dann seid ihr so, ey, was geht? Ja, und den bouncen wir auch ganz entspannt rein. Groove, einen leichten Groove nach hinten. Sehr schön. Let's go again von dem Groove-Part unten. 5, 6, 7, 8, wir gehen. 1, 2, 3, 4, hoch. 5, 6, 7 nach vorne. 1 und 2, 3, 4. Von hier kommt der letzte Part. Wir gehen einen Schritt zurück mit rechts. Sagen ich. Gehen einen Schritt zurück mit links und zeigen auf euch nach vorne. Auf dich, dich, dich und dich. Und natürlich dich. Let's do it with music. Seid ihr bereit, Leute? Ich bin bereit. Bist du bereit? Let's go! I'm ready. The way you feel. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. Nice! Sehr schön. Gut, Leute. Hammer. Hammer. Let's do this.